Wir sind wieder auf Segelbootsuche mit Rolf und seiner Frau und heute besichtigen wir das zweite potenzielle Schiff. Zur Erinnerung, es wird ein einsteigerfreundliches Ostseeschiff mit Langfahrtpotenzial gesucht, das heißt, mit dem man auch mal ganz bequem länger unterwegs sein kann. Das wird auf jeden Fall wieder eine tolle Folge mit überraschendem Ende, also bleibt dran. Und bevor wir damit anfangen, gibt es jetzt noch was richtig Cooles, nämlich ein neues Intro. Hallo Freunde. Moin Moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Bootsprofis. Jetzt sogar schon die zweite. Die erste war ja mehr oder weniger zum Warmwerden. Wir müssen ja erstmal rauskriegen, was euch gefällt, was ihr sehen wollt und wie wir die nächsten Folgen gestalten werden. Denn das ist ja nicht nur für euch ein neues Format, sondern natürlich auch für uns. Ne? Ja, da muss man dazu sagen, wir versuchen natürlich einen guten Mittelweg zu finden zwischen Entertainment und Information. Ja. Ja, deshalb vielen Dank für eure Kommentare. Die haben uns wirklich sehr weitergeholfen. Wir haben aber gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, den richtigen Kompromiss zu finden. Das kam auch aus den Kommentaren so hervor. Denn einige Zuschauer legen mehr Wert auf Informationen, auf technische Informationen und andere legen mehr Wert auf Entertainment. Deshalb haben wir in der ersten Folge auch noch nicht zu viel Technik und Information reingepackt, sondern mehr Wert auf Rolfs Story gelegt. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Schiff, was wir uns mit Rolf und diesmal auch mit seiner Frau Bärbel angeschaut haben. Auf jeden Fall haben die Gespräche, die wir das letzte Mal mit ihm geführt haben, die hat er sich durchaus zu Herzen genommen. Ne? Ja, es hat wirklich was gebracht, denn das Schiff, was sich die beiden rausgesucht haben, passt durchaus zu den Eigenschaften, die wir im Vorfeld gemeinsam besprochen hatten. Es liegt in Eckernförde an der Ostsee und da wir am Tag der Besichtigung gerade auf der Boatshow in Hamburg waren und unser Tag mit den beiden dort beginnt, springen wir doch einfach mal dorthin. Genau, los geht's. Los geht's. Im Oktober 2018 hatte die Boatshow in Hamburg als Nachfolger der bekannten Hanseboot ihre Premiere. Wir waren 3 Tage vor Ort und haben mit Kamera die Messe unsicher gemacht. Tatsächlich konnten wir ein paar sehr interessante Gespräche mit dem einen oder anderen Hersteller führen. Allerdings saßen wir einen Großteil der Zeit im Café, und das war das eigentliche Highlight, und haben mit Zuschauern gequatscht. Wir hatten also unseren Spaß. Wenn ich es nochmal machen würde, ich würde mal Habe ich dir schon gesagt, dass ich am liebsten gleich wieder segeln gehen würde? Das hast du das schon ein paar Mal erwähnt. Ja, das ist leider ein Nachteil an so einer Messe. Ich komme davon einfach nicht los. Es geht nicht. Ich habe jedes Mal, denke ich, oh, jetzt kommt der Winter. Ich kann nicht segeln. Tja. Ja, da sind wir genau richtig. Also, ne? Schöne, ja, aber da müssen wir durch jetzt. Ne? So, jetzt gehen wir mal hier hoch und checken mal die Boote ab. Ja. Ja. Die Hamburg Boat Show ist überraschend klein gewesen, deshalb hatte man schnell alles gesehen. Da es keine Hersteller für Langfahrtjachten gab, haben wir uns unter anderem die Zeit damit vertrieben, die ausgestellten Schiffe der 4 größeren Serienhersteller mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Neben einigen Schiffen von Hanse, Sunbeam und Dela war auch eine Janot Sun Odyssey 44 ausgestellt. Boah, dieses Heck passt nicht mehr auf meinen Weitwinkel hin. Also der Arsch von dem Schiff ist nicht mehr sexy. Viel zu breit. Ja, der hat echt einen breiten Arsch. Knarzt schon mal ein bisschen, ne? Was? Knarzt, ich wollte gerade sagen, unser Schiff ist 35 Jahre alt, aber es knarrt nicht. Nicht so wie das hier. Das ist halt wirklich Ikea, ne? Pressspanplatte mit einer Kunstbeschichtung drauf und so. Hey, aber dafür ist sie nur halb so teuer wie die Sunbeam da drüben, ne? Ist sie ja? Ja. Wie viel? Kriegst du ab 230. Ja. Guck mal, hier passen wir sogar zu zweit rein. Ja, ganz bequem. Also die Janot, die hat uns schon echt vom Hocker gehauen. Aber irgendwie nicht so richtig positiv. Im modernen Schiffbau ist es schon absolut in Ordnung und gängig.
den Innenausbau wie in der Janot zu gestalten. Kein Problem. Auch die Materialien sind im Gegensatz zu Teak oder Mahagoni sehr, sehr pflegeleicht, was ein großer Vorteil ist, denn es muss nicht lackiert werden, es hält länger. Das ist ja so ein Kunststoffmaterial, was aus Holzspänen besteht, aber ein Kunststoff vergossen ist mit einer Kunststoffoberfläche, und wenn das Material eine gute Qualität hat, dann hält es auch sehr lange. Die Verarbeitung allerdings, die wir dort gesehen haben, die war nicht wirklich gut. Die Kanten der Türen etc., die waren wirklich scharf. Und da muss man nur einmal bei einer Welle durchs Boot fliegen, was wirklich ab und zu vorkommt, und man knallt da irgendwie mit der Stirn oder sonst was dagegen, dann hast du eine Wunde. Ja, und sowas macht man auf einem Segelschiff nicht. Da hast du auch nichts gehabt, wo du dich so richtig festhalten kannst. Und das stimmt. Man sieht wirklich, dass die Schiffe viel mehr zum Wohnen als zum Segeln ausgelegt sind. Allerdings ist das wahrscheinlich auf diesen harten Wettbewerb in der Bootsbau-, Segelbootbranche zurückzuführen. Klar, ein Schiff für 250.000 Euro in der Größe. Es muss natürlich immer alles günstiger, leichter und mehr Platz werden, ne? Richtig. Die erste Aussage des Schiffsführers hier war: Oh, gucken Sie sich mal die schöne Flügeltür hier vorne an. Da hat man noch richtig viel Platz. Eine Flügeltür. Geil. Wir sehen das natürlich alles im Hinblick auf Funktionalität, wenn man auf Langfahrt ist. Aber warum erzählen wir euch das eigentlich? Rolf, sein Schiff, was er sich rausgesucht hat, ist nämlich auch eine Janot Saint-Odyssée, aber aus dem Jahr 2003. Und da war es äußerst interessant für uns, den Unterschied zwischen diesen beiden Schiffen zu sehen. Gleiches Schiffstyp, gleiches Schiff im Prinzip, von der Größe her nicht ganz so, aber älteres Baujahr. Und da hat man ganz deutlich die Qualitätsunterschiede in der Ausstattung grundsätzlich gesehen, auch in der Segelbarkeit. Wie sind die Schiffe fürs Segeln an sich ausgestattet? Großer Unterschied. Oder Hafenkanal, das war alles zu flach gewesen. Guck mal, da ist er. Da muss es regnen. Rolf. Hi. Hallihallo. Moin. Schön, euch zu sehen. Ja, gleichfalls. Darf ich vorstellen? Hallo. Bärbel. Henrik. An der Stelle ist es mir ein Bedürfnis, mal uns. Uns. Und an der Stelle ist es uns ein Bedürfnis, mal über die wirkliche Idee der Bootsprofis zu sprechen. Wir haben in den Kommentaren festgestellt, dass es natürlich unterschiedliche Typen gibt. Die einen sind sehr planend und natürlich auch auf Sicherheit bedacht und langfristig unterwegs. Das heißt, erst werden Segelscheine gemacht, dann geht man vielleicht mal chartern im Mittelmeer, macht man Ausbildungsturns und so weiter. Der klassische Weg eben, ne? Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die spontan unterwegs sind, die sich schnell für was begeistern können, die sich auch schnell für Segeln begeistern können. Die visionär unterwegs sind, haben wir jetzt viele gehabt, die genau wissen, wir wollen auf Langfahrt gehen, obwohl sie noch gar nicht gesegelt sind. Und dann wird halt an der Stelle erstes Schiff gekauft und dann ist es auch ganz klar, dass man es segeln lernt. Das ist dann gar keine Frage. Und um den Kreis zu schließen, egal welcher Typ unser Kunde ist, wir gehen immer auf die individuellen persönlichen Bedürfnisse ein. Und darum geht es ja. Wir werden also niemanden abhalten, seinen Traum zu erfüllen, segeln zu gehen oder auf dem eigenen Schiff zu leben. Insofern haben wir uns natürlich auch in der letzten Folge, was wir nicht gezeigt haben, sehr viel Zeit für Rolf genommen, mit ihm lange Gespräche geführt und ihn über alles Mögliche informiert, ja, was er wissen muss, was er braucht, um segeln zu lernen mit seinem eigenen Schiff. Nachdem die beiden uns also gefunden hatten, ging es natürlich erstmal auf die Janot. Auch wir haben unsere Tour durch die restlichen Schiffe fortgesetzt und uns am frühen Nachmittag wieder getroffen. Denn wir hatten ja noch eine Besichtigung auf der Tagesordnung. So, wir sind ja jetzt hier auf der Messe nicht nur, um uns Schiffe anzugucken, neue, sondern um gleich mal nach Eckernförde zum nächsten Schiff zu fahren. Ne? Genau. Aber vorher vielleicht noch mal ganz kurz. Ihr wart ja in der Zwischenzeit in Italien gewesen und habt euch da ein weiteres Schiff angeguckt. Und zwar war das eine 43er Saint-Odyssée, richtig? DS. DS? Mhm. Ja, da wäre jetzt die Frage, wie war es denn gewesen da? Bisschen größer, ne? Bisschen größer. Könnte man natürlich auch denken, ein bisschen größenwahnsinnig geworden jetzt. Ich wollte es mir einfach mal anschauen in der Größe, um mal einen Vergleich zu haben. Grundsätzlich würde ich sagen, ist das Schiff technisch, glaube ich, gesehen in einem akzeptablen Zustand, würde ich mal sagen.
dann war sie auch komplett voll ausgestattet als Fahrtenjacht. Aber bei uns beiden zählt auch so ein bisschen das Äußere, also Interieur und so. Wie ist das gepflegt? Wo die Optik, fühlt man sich wohl in dem Schiff? So eine 43 DS ist halt ein Schiff für den Atlantik, ne? Also ja. wenn du weit fahren willst, ja. ist halt für die Ostsee schon so ein mächtiges Ding. Wir standen den beiden also quasi per Ferndiagnose bei. Allerdings wollte der Funken während der Besichtigung aufgrund von so einigen kosmetischen Mängeln irgendwie nicht überspringen. Letztendlich ist ja alles eine Frage des Preises, ne? Genau, das ist natürlich auch noch ein Aspekt. 98.000 hatte sie aufgerufen. Also zusammenfassend, technisch mag sie okay gewesen sein, allerdings optisch ziemlich runtergerockt und das sieht man ja auf Bildern im Internet meistens auch gar nicht so, meistens dann erst vor Ort. Das Schiff liegt weit außerhalb ihres gesetzten Budgets und ist als Ostseeschiff auch viel zu groß für die zwei. Absolut. Allerdings gut, dass die beiden sich das Schiff angeschaut haben, ja. denn diese Besichtigung hat ihnen schon geholfen, ihre Wünsche und Vorstellungen vor allem besser zu definieren. Und das ist bei der ganzen Geschichte ja das Allerwichtigste. Eigentlich haben wir uns überlegt, das Schiff müsste schon in einem Zustand sein, wo man vielleicht nur normale jährliche wartungstechnischen Dinge machen muss und nicht irgendwo groß Renovierung. Wir sind Einsteiger und wir wollen das Segeln erlernen. Und da ist sicherlich ein Schiff, da kommen wir jetzt vielleicht mal auf den Punkt, so, was ist für uns wohl geeignet? Ich würde sagen, etwas kleiner. Zwischen 34 und 38, würde ich so sagen. Und heute schauen wir uns ja eine 37er an. Bin ich schon mal ganz gespannt. Das liegt zwischen 34 und 38. Liegt irgendwo dazwischen. Die beiden haben sich also gegen diese Sun Odyssey entschieden. Einer der Knackpunkte bei diesem Schiff war, wie auch im letzten Video bei der Beneteau Oceanis schon, das Teakholz. Auch wenn ich hier nur im Cockpit verlegt war. Ich stehe ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Teak. Das habt ihr ja sicherlich schon gemerkt in den Videos. Und es hat auch seinen Grund. Denn wir haben auf der Langfahrt gemerkt, dass Teak, und ich rede jetzt von Teak auf Kunststoffschiffen, also wo es nicht unbedingt notwendig ist für die Funktion, immer negative Auswirkungen hat, wenn man von Nord nach Süd fährt oder wenn man von Süd nach Nord fährt, weil die komplett anderen klimatischen Bedingungen dafür sorgen, dass sich das Holz ausdehnt, dass sich das Holz verändert und dass damit immer, aber auch wirklich immer die Fugen leiden. Das haben wir bei Schiffen gesehen, die ein altes Teak hatten. Das haben wir bei Schiffen gesehen, die ein neues Teak hatten. Alle Schiffe mit Teakdeck stehen irgendwann in der Karibik meistens an den allerschönsten Ankerplätzen und fangen an, die Fugen neu zu machen. Und ja, das muss einfach irgendwie gar nicht sein. Denn man kommt auch mit einem Kunststoffdeck, wenn man ein Kunststoffschiff hat, wunderbar klar. Und jetzt die gute Nachricht, das heutige Schiff, das hat gar kein Teakdeck. Also schon mal gute Voraussetzungen. Nachdem wir das also geklärt hatten und wir übereingekommen sind, dass das Schiff in Italien definitiv nicht die richtige Wahl ist, haben wir die Hamburg Boat Show verlassen und uns auf den Weg in Richtung Eckernförde gemacht, wo die letztendlich dritte Sun Odyssey dieses Tages schon an Land steht. Wie gesagt, der Wasserschiff ist letztes Jahr komplett neu gemacht worden. Kommen wir nun zu den Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben hier eine Sun Odyssey 37 aus dem Jahr 2003. Die 37 steht natürlich für die Länge in Fuß, womit sie stolze 11,40 Meter erreicht. 3,70 Meter ist sie breit und bei einem Leergewicht von 6,1 Tonnen sitzt ihre Kielbombe bei 1,90 Meter unter der Wasseroberfläche. Mit 20 kW Leistung ist der Motor an Bord zwar etwas schwach auf der Brust, ist aber noch völlig ausreichend. Passend zu den Anforderungen von Rolf und Bärbel kommt sie sowohl mit Rollfock als auch mit Rollgroß. An Ausstattung fehlt es an nichts. Über Autopilot, AIS-Sender und Empfänger und Fernseher bis hin zur Badeplattform ist wirklich alles dabei. Ein echtes Highlight sind die vier hochwertigen und nagelneuen Foliensegel. Die Daten- und Ausstattungsliste lassen quasi keine Wünsche offen und noch dazu soll sie in einem sehr gut gepflegten Zustand sein. Wenn das stimmt, wäre dieses Schiff mit einem Preis von 69.000 Euro ein echter Volltreffer für Rolf und Bärbel. Eine Sun Odyssey 37, eine Janot, die richtig gut aussieht für das Baujahr. Gut gepflegt, zumindest von außen erstmal. Also die liegt nicht mehr im Wasser, sodass dass man das Unterwasserschiff auch ordentlich anschauen kann. Gehen wir mal hoch. Wir gucken mal auf die Leiter erstmal.
Also an der Stelle muss ich nochmal was loswerden zum Thema Teak. An dem Schiff ist kein Teak-Deck drauf, was super ist. Und hier ist der Belag quasi normal Gelcoat, was hier dem Alter des Schiffes entsprechend auch noch sehr gut erhalten ist. Das Gelcoat ist ja quasi die Originalbeschichtung des Schiffes. Ja, so ein Schiff wird ja in Formen hergestellt. Das heißt, da kommt Gelcoat rein. Und zwar genau in der Form, wie es dann letztendlich auf dem Deck aussieht, mit den ganzen Erhöhungen und Vertiefungen. Und danach kommt ja das Laminat rein, einzeln mit dem Harz. Und so sieht dann eben auch der Aufbau von diesem Schiff aus. Das ist eine Möglichkeit, man hat kein Teak-Deck drauf. Auf unserem Schiff, auf der Seven Seas, war es so gewesen, dass wir ein Teak-Deck drauf hatten, original. Da wir aber wussten, dass wir auf Langfahrt gehen wollen und da das Teak-Deck auch nicht mehr in Ordnung war, das heißt, es hätte viel Arbeit gebraucht, dieses Teak-Deck quasi zu sanieren, wenn man es hätte drauflassen wollen, haben wir gesagt, das machen wir gar nicht, das reißen wir runter. Bei unserem Schiff war es dann halt so gewesen, dass es noch ein altes Teak-Deck war. Das Schiff ist aus 85 und da ist das Teak-Deck noch im Laminat verschraubt. Hunderte, vielleicht tausend Schrauben verschraubt. Die haben wir alle rausgeschraubt. Danach haben wir das Teak-Deck abgezogen quasi, abgespachtelt, abgerissen, wie auch immer man das macht, denn das Teak-Deck ist ja noch zusätzlich verklebt auf der Oberfläche. Und danach haben wir das schön abgeschliffen, die Löcher verspachtelt und vergossen mit Epoxyharz. Wir haben dann das Deck neu aufgebaut, dann haben wir eine Schicht Epoxy mit Glasfaser aufgezogen, also nochmal, um das Ganze dicht zu machen, komplett dicht zu machen sozusagen. Das Ganze haben wir dann verspachtelt, geschliffen, dann haben wir eine Grundierung drauf gemacht und danach kam dann die Oberfläche drauf. Und als Oberfläche haben wir ein spezielles Material gewählt, das heißt Kiwi Grip. Das ist ein, naja, wie soll ich sagen, flüssiges Material. Das ist hier drin, ja. Ist ein bisschen gelartig, so leicht. Das wird quasi mit einem Spachtel aufgetragen und danach wird es mit einer Rolle, die starke Vertiefungen hat, quasi nochmal gerollt. Und damit hat man eine sehr raue Oberfläche, die auch noch, finde ich zumindest, sehr gut aussieht. Und wir haben es ja im Vorfeld unserer Langfahrt gemacht. Das heißt, wir waren damit 2 Jahre unterwegs gewesen und es wurde tagtäglich beansprucht, weil wir auf dem Schiff gelebt haben. Also wir haben festgestellt, dass dieses Material sehr langlebig ist. Also es hat super gut funktioniert und es war einfach zu verarbeiten, ohne dass wir da jetzt ein Kunst-Teak oder sowas drauf gemacht haben. Also das hat wunderbar funktioniert. Und am Ende des Videos haben wir für euch noch eine kleine Überraschung zu diesem Thema. Die Sun Odyssey 37 wurde im Jahr 2000 in den USA zum Boot des Jahres gekürt. Das natürlich nicht umsonst, denn durch das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis ist diese Baureihe nicht nur bei eigenen sehr beliebt. Auch Charterfirmen zeigen großes Interesse aufgrund der hohen Verarbeitungsqualität des Innenausbaus mit Teak und der charterfreundlichen Aufteilung. Es wird mit 3 Kabinen zwar viel Platz geboten, allerdings wäre für Rolf und Bärbel eine Kabine weniger wahrscheinlich vorteilhafter. Dennoch ist das natürlich kein Ausschlusskriterium, denn diese 37 Fuß sind sowohl für Tagestouren auf der Ostsee geeignet, als auch für eine Atlantiküberquerung. Vergleichbare Schiffe der Reihe aus ähnlichen Baujahren werden auf verschiedenen Plattformen mit zwischen 55 und 77.000 Euro gehandelt. Somit liegt dieses Exemplar hier im guten Mittelfeld. Während der Besichtigung haben wir wieder jede Kleinigkeit überprüft und in jede letzte Ecke geschaut. Dabei war der Eigner sehr zuvorkommend und hat durch ausführliche Beschreibungen seiner Instandhaltungsarbeiten einen sehr ehrlichen Eindruck gemacht. Wir waren dennoch etwas zweigeteilt, was die Besichtigung anging. Also, was soll ich sagen, ist langweilig, ist echt langweilig. Ja, das ist echt langweilig. Ist alles zu normal. Weißt du ja, weißt warum? Weil heute sind wir quasi überflüssig. Ja? Hier gibt nichts auszusetzen. Ist total langweilig. Gibt nichts auszusetzen. Kann man nicht meckern. Ist ja doof. Nee, aber mal ganz ehrlich, ich kann man echt gar nichts Negatives sagen. Das Schiff ist gepflegt. Das ist im besten Zustand. Motor 750 Stunden. Geile neue Segel drauf. Ja. Richtig geile Segel. Vor allem Genacker dabei, ne? Ja. Also Komplettausstattung. Die Elektronik ist echt gut, ne? Ist bestens. Da
mit AIS-Transponder und allem möglichen. Nichts runtergerockt, Schiebel. Keine Zahnabdrücke von irgendwelchen Kindern. Nee, genau. Keine was? Zahnabdrücke? Der Max hat immer seine Zähne ins Holz gehauen und hat dann so drüber geschabt. Ach so. Und hat kein Teakdeck. Ja. Perfekt, kein Teakdeck. Perfekt. Also wenn ich ein Schiff kaufen wollen würde in der Klasse, dann würde ich zuschlagen auf alle Fälle. Das Einzige, wir konnten den Motor nicht ausprobieren, aber er meinte gerade, check. Ja, aber weißt du, was machst du dann im Vertrag mit klar? Ja, genau, aber ich würde jetzt einfach vermuten, auch so wie er drauf ist und wie das Schiff generell gepflegt ist. Du siehst das ja an vielen Stellen, wenn du dann mal so in die Bilge guckst oder an einigen Stellen, die so ein bisschen versteckt sind, ist so ein Schiff oder auch in der Küche an so ein paar, ne? Ist so ein Schiff gepflegt oder nicht? Und da kannst du davon ausgehen, dass der Motor gepflegt ist. Das ist gar kein Ding. Wenn der alle jedes Jahr seinen Impeller wechselt, obwohl der gar nicht gelaufen ist, ja, dann ist er eher übervorsichtig als. Vor allem ist es ein sehr gutes Zeichen, wenn der Eigner wirklich sagt, und hier, guck hier mal und das und das und das. Ja, also wirklich von sich aus das Boot zeigt und jede kleine Ecke und nicht erst darauf angesprochen werden muss. Ja, ja. Da muss man ja sagen, das Schiff stand wirklich in einem perfekten Zustand da. Oh ja. Da haben Rolf und Bärbel echt Glück gehabt. Mhm. Allerdings, wenn das so ist, kennt man ja auch vom Autokauf, bedeutet das nichts Gutes für die Preisverhandlung. Das ist so. Wie ich ihn einschätze, würde ich sagen, ihr könnt da am Preis nicht mehr so viel machen. Ich vermute auch, ne? Weil, hab ich auch schon gedacht. Das ist es auch nicht. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Ding ist preiswert. Ja, das ist echt preiswert. Mit den Segeln, die du dabei hast, für so ein Gebrauchtschiff aus dem Baujahr nicht billig oder sowas. Nee. Aber das ist auch kein normales, der hat ja keine normale Abnutzung. Der hat neue Segel, Laminatsegel da drauf und kaum Motorstunden. Also der Motor ist ja neu quasi. Und das Schiff sieht super gut aus. Also Freunde, wenn ihr dieses Video seht, das Schiff wird definitiv weg sein und braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Also wenn ich jetzt ein durchschnittliches Schiff in dem Baujahr mit gebrauchten Segeln, mit einer Motorleistung von vielleicht 2000 Stunden oder sowas, was sowas in der Regel hat, nehmen würde, dann würde ich sagen, 55.000 Euro sind für so ein Schiff gerechtfertigt. Ja, mehr würde ich dafür auch nicht ausgeben. Aber das ist halt überdurchschnittlich. Wirklich in einem überdurchschnittlich guten Zustand. Das ist richtig gut gepflegt, hat super neue Segel. Warum Jano? Ja, warum Jano? Wenn man einmal Jano gesegelt ist, dann sucht man sich wieder so ein Schiff aus. Und wir haben über Jahre ein neues Schiff gesucht. Bestimmt 4-5 Jahre. Wir sind Schiffe rein, rückwärts wieder raus. Auf den Jano reingegangen, passt. Ob es ein kleines, ein großes war. Also von dem Schnitt das Interieur auch gut. Auf den Messen sieht man ja keine Segel. Ne? Und da werden ja Wohnwagen verkauft und keine Segelschiffe. Ja, so ist das war genau das, was du gesagt hast. Ne? Ja. Und es ist auch in der Tat so, die neuen Janos, wie wir auf der Messe gesehen haben, die sind wirklich Wohnwagen, kann man so sagen. Wohingegen Rolfs Schiff aus 2003, also in den Baujahren 90 bis 2003 bis 2005 würde ich sagen, diese Serien noch wirkliche Schiffe sind. Die sind noch schiffig, die kann man wirklich segeln, die haben noch Ausstattung. Innenausbau mit Teak. Innenausbau mit Teak. Sieht hochwertig aus. Absolut. Knarzt nicht. Es sieht nicht nur hochwertig aus, sondern es ist auch wirklich hochwertig. Es ist zum Segeln gemacht und nicht nur zum Wohnen. Auch zum Wohnen, aber hauptsächlich noch zum Segeln. Deswegen war das auch echt interessant, so diese beiden Baujahre an einem Park miteinander vergleichen zu können. Ja, es war in der Tat sehr interessant, die Unterschiede zu sehen. Es liegen ja dazwischen 15 Jahre Unterschied, also gerade mal 15 Jahre. Ja. Ist das jetzt traurig oder ist das... Na, ich finde die Entwicklung, ich will nicht sagen traurig, das ist eine normale Entwicklung, weil natürlich die Schiffshersteller nach Kundenwunsch vorgehen. Das stimmt. Das sind immer Kundenwünsche. Ja. Klar, die wollen ja ihre Schiffe verkaufen. Insofern finde ich es traurig, dass die Wünsche der Kunden in Richtung Wohnwagen gehen und nicht in Richtung Segeln. Aber gut, es ist halt wie es ist. Ne? Ich persönlich würde mir kein neues Serienschiff kaufen, weil die, glaube ich, meinen Ansprüchen zum Thema Segeln nicht gerecht werden. Herzlichen Dank. Vom ersten Moment an, wo wir kommuniziert haben, fand ich super. Genau. Nächstes Mal ist die Steuerfrau noch dabei. Ja, okay. Ja, auf dem Foto ist sie mit drauf. Hat er gleich gefragt, was ist das für eine taffe Steuerfrau, ne? Ja. Hab ich gesagt, meine. Ja.
Darf man dann auch stolz drauf sein, ne? Wenn man das als Team segelt so. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass ihr da wart. Ja. Ne? Sehr schön. Ach, 39. Guck mal. Das gibt's ja nicht. Wisst ihr, ist nicht anders als unsere vom Sohn. Nee. Das ist die neuere Variante. Ach so. Unsere geht ja hinten noch weiter zusammen. Aber das ist innen drin. Also wir haben jetzt das Schiffchen gesehen und was sagst du denn dazu? Was sag ich dazu? Also der erste Eindruck, als wir auf das Schiff zugegangen sind, schon wie es da stand, konnte man schon sehen, das Unterwasserschiff sah gut aus. Und dann ging das ja weiter, als wir dann aufs Schiff raufgegangen sind und uns das Deck von oben angesehen haben. Was ich ja normalerweise lieben würde, wäre Teak-Deck. Ist hier aber nicht der Fall. Was eure Meinung ist? Was viel besser ist? Was viel besser ist? Du wirst es hassen, weil du es pflegen musst. Genau. Was sagst du zur Größe? Also ich hatte ja auch gesagt, zwischen 34 und 39 so. Es hat sich jetzt so auf die Größe eingepegelt, glaube ich, ne? Ja. Ist erstmal untergeschwungen und dann überschwungen. Ja? Genau. Und jetzt seid ihr so in der Größe, die wirklich handelbar ist und wo ich sage, wo zwei Mann bequem Platz haben oder drauf wohnen kannst quasi. Ja. Ja, schöne Größe. Ich glaube, so der Bootstyp ist ein Schiff, was solide ist, was gut fährt. Ja. Und vor allem ist es geil ausgestattet. Also der hat schon eine ordentliche Ausstattung da drin, auch elektronisch. Ja, das stimmt. Es ist in Top-Zustand. Da gab es jetzt überhaupt gar nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist aber doof. Gar nichts. Du bist erstaunt genauso wie ich. Ja, auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Wirklich? Du sagst ja selber, du suchst ein Schiff, wo du nichts machen musst, wo du draufsteigst und lossegeln kannst. Das kannst du mit dem Ding. Also ja, Projekt also, Rolf und Bärbel. Also wenn es neigt sich dem Ende. Wenn es das Schiff nicht ist, was soll es sonst sein? Nein. Was gibt es denn dazu zu sagen? Nicht viel. Na, du kaufst es oder kaufst es nicht? Wir müssten mal die Steuerfrau fragen. Genau das wollte ich. Na? Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Warum das? Ja, einfach so. Ich muss erst mal ein oder zwei Nächte drüber schlafen. Ja, auf jeden Fall. Ja, du bitte auch. Auf jeden Fall. Tja, was gibt's da noch zu sagen? Ich weiß auch nicht. Aber ihr habt euch ja im Vorfeld überlegt, wie viel Geld wollt ihr oder könnt ihr ausgeben, ne? Gar nichts. Gar nichts? Aber ihr seid euch also auch noch nicht sicher, ob es überhaupt ein Segelschiff werden soll oder vielleicht soll es ja auch ein Hund werden oder so? Nee, den haben wir schon. Einen Hund haben wir schon. Ja. Komm, Kind. Den Alter sind wir raus. Ja, aus dem Alter sind wir raus. Ja, auf den Tag. Danke. Danke, dass ihr mit dabei wart. Natürlich. Wir wollen es ja zum positiven Abschluss bringen. Genau. Obwohl es jetzt echt langweilig war. Muss ich nochmal betonen. Gab es nichts, gar nichts zu meckern. Nichts zu meckern, ne? Nee. Was? Wer hat gekauft? Na, Rolf. Rolf? Wer hat gekauft? Rolf hat das Boot gekauft? Ja. Hey, ihr beiden, was geht? Seltener Skype-Klingelton mal hier. Wie, was geht? Ich habe gerade deine Nachricht bekommen. Info, ihr habt gerade ein Schiff gekauft, ja? Wir haben ein paar Nächte drüber geschlafen, dann haben wir nochmal mit dem Eigner telefoniert, konnten noch ein bisschen was am Preis machen, nicht viel, aber ein bisschen. Und dann war die Entscheidung irgendwie klar. Aber da gibt es eigentlich noch mehr zu sagen. Und ich denke mal jetzt nicht per Skype hier. Ich glaube, wir kommen einfach mal rum. Wir besuchen euch mal. Was haltet ihr davon? Okay, ja. Macht das. Super. Wenn ihr einen schönen Kaffee für uns habt, dann bringen wir auch einen selbstgemachten Kuchen mit. Rolf. Da fängt man nicht Nein sagen, ne? Da müssen wir mal einen Termin schnell mal ausmachen, ne? Oh. Hat geklingelt. Ich war. Oh, da seid ihr ja schon! Hey! Kommt rein! Hallo! Nee, im Ernst? Wow!
Moin. Wie ging das weiter? Also das Letzte, was wir von euch hatten, war ja unser Gespräch im Restaurant in Eckernförde. Mhm, genau. Und dann kriege ich nur die Nachricht von dir, gekauft. Ihr habt das Schiff ja gesehen und du hast, glaube ich, auch noch kommentiert, es gab da wirklich keinen Kritikpunkt. Du hättest ja gerne was gefunden. Genau. Ich war ganz traurig gewesen, dass es einfach nichts gab, nichts zum Aussetzen gab. Ich denke einfach mal, wir haben da einen Eigner gefunden, der mit sehr viel Herzblut bei dem Schiff war. Er hat ja auch gesagt, dass er uns dabei behilflich ist, das Boot ins Wasser zu bringen und auf alles nochmal achtet, Motor, dass alles anspringt und wenn noch irgendwas sein sollte, dann können wir drüber reden. Mhm. Das ist ja dann auch für uns kein Nachteil, ja. Das ist ja dann auch Das ein ganz klares Sicherheit. Angebot von ihm, wenn irgendeine Sache technisch nicht in Ordnung ist bei der Erstfahrt, die wir machen, dann würde er die Reparatur auf jeden Fall übernehmen. Finde ich sehr, sehr fair. Mhm. Und eben auch dieses Angebot, dass er, da er das Schiff 100%ig kennt, uns auch dabei helfen wird, ein bisschen die ersten Erfahrungen darauf zu sammeln. Er hat sein Schiff ja auch da, ist am Liegeplatz. Auch viel wert, ne? Mhm. Ja, sehr viel wert. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, falls es doch so sein sollte, dass euch das Segeln doch nicht liegt, aus irgendeinem Grund, was ich nicht glaube, aber könnte ja passieren, dann kriegt ihr das zu dem Preis auch wieder los. Ja, genau. Also da muss man sich auch keine großen Sorgen machen. Ja, mir gefällt das. Ich finde es ja auch sehr schön, dass ihr da so spontan seid. Oh ja. Und das gemacht habt quasi. Ich glaube, sonst hätte das auch gar nicht anders funktioniert. Man kann sich natürlich auch Jahre darauf vorbereiten. Das ist auch ein Weg. Und dann gar nicht machen. Und dann eventuell gar nicht machen, genau. Ja, genau. Wenn nicht dazu kommt. Ist halt schon ein Unterschied, ob ich einfach nur mal im Urlaub, für meinen Jahresurlaub, ein Schiff chartere. Mhm. Was nicht mein eigenes ist, was halt quasi steril ist, oder ob ich auf einem Schiff wohne. Das ist ja quasi ein Lebensstil. Ne? Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich einfach nur mal chartern gehe. Mhm. Dazu gehört ja viel mehr. Dafür bezahlt man dann halt auch Geld. Für den Lebensstil bezahlt man Geld. Und wenn man da gerne in einem Schiff wohnt, genauso wie in einem Haus zum Beispiel, dann ist es halt so. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Es gibt ja bestimmt auch einiges, was man individualisiert am Boot. Von daher auch so Elektronik oder Technik oder irgendwas. Eine separate Dusche? Ja, separate Dusche auf jeden Fall. Die brauche ich nämlich. Wir haben ja drei Kabinen und eine ist... Eine wird Dusche, also, eine wird Dusche. Ja. Oder Sauna. Ich habe schon mal gehört, aber dann Sauna einbauen. Ich bin mir sicher, dass wir und damit auch ihr in Zukunft nochmal was von Rolf und Bärbel hören werdet. Das war es aber erstmal zum Thema Schiffssuche. Die sind super motiviert, jetzt endlich loszulegen mit ihrem tollen Schiff. Oh ja. Gut, da habe ich was. Hammerwetter, ich will segeln. Rolf, da musst du dich noch irgendwie zumindest einen Monat gedulden, sonst wird's kalt. Ja, aber zumindest scheint schon mal die Sonne. So, Hendrik hat ja angekündigt, dass wir noch eine kleine Überraschung für euch haben. Es geht nämlich, habt ihr schon gesehen, hier rum. Also wie schon gesagt, haben wir das ja auch bei uns benutzt auf dem Schiff und das hat super gut funktioniert. Ich mag das Zeug wirklich, weil es sehr einfach zu applizieren ist und eine tolle Sache ist. Und deswegen haben wir einfach mal beim Hersteller angefragt, ob er uns so eine 4-Liter-Dose spendiert, um es zu verlosen. Und der Hersteller hat tatsächlich gesagt, ja, sind wir dabei. Und da müssen wir dazu sagen, wir wurden nicht gesponsert, über KiwiGrip zu sprechen. Allerdings hat der Hersteller das Teil gesponsert. Nur mal so. Genau. Wir reden einfach nur drüber, weil wir das für ein wirklich gutes Produkt halten. Ja. Wer von euch auch ein Thema mit Teak hat und das erneuern möchte, oder vielleicht auch gerade dabei ist, der kann uns einfach eine E-Mail schreiben, kurz seine Story dazu und dann packen wir das wieder alles ins große Verlosungsrad und ziehen den Gewinner. Allerdings nur, wenn ihr Lust habt, KiwiGrip wirklich zu verarbeiten, ja? Ja, natürlich. Also zum Trinken ist es nicht geeignet. Also, nee, du hast nur gesagt, wer Probleme mit seinem Teak-Deck hat. Ach so. Also nicht alle schreiben, die ein Problem mit ihrem Teak-Deck haben, nein, sondern auch nur die KiwiGrip wirklich verwenden wollen. Ja genau, es ist auch nicht zum Draufstreichen aufs Teak-Deck, ne, sondern... Das muss man vorher runter machen, das Teak-Deck. Genau. Also das ist die Überraschung, einfach eine E-Mail schreiben an die E-Mail, die ihr in der Beschreibung findet und das war's dann auch schon. Den Gewinner schreiben wir dann an. Genau. So, da
dann noch einen Kamerawinkel. Ich habe eine Idee, warte mal. Was? Ach, ist das dein Ernst? Ey, in der Suche macht es doch viel mehr Spaß. Also wenn wir schon hier über Segeln reden, dann kann es ruhig auch ein bisschen karibisch sein. Ja, aber was mache ich jetzt? Du das ist doch affig. Super. So, wie geht's jetzt weiter bei den Bootsprofis? Im nächsten Projekt helfen wir einer Familie aus Thüringen, ihr Traumschiff für den Ausstieg zu finden. Der Unterschied ist jetzt allerdings, und das ist der eigentliche Gedanke bei den Bootsprofis, dass wir da ein Gesamtpaket, ein komplettes Projekt draus gemacht haben. Das heißt, wir haben sie beraten, wir haben ein Schiff herausgearbeitet, was zu ihnen passt quasi, was zu ihrem Ziel, nämlich der temporäre Ausstieg, ne, also eine Auszeit, ja, passt. Wir haben für sie das Schiff gesucht, wir haben es gefunden, wir haben das Schiff gemeinsam angeschaut, wir haben das technisch begutachtet. Aber nicht nur eins, sondern mehrere, viele. Ja, viele, genau, genau, natürlich. Genau. Und dann haben sie sich eins davon rausgesucht. Wir waren quasi bei dem Abschluss des Kaufvertrags mit dabei. Den sie gestern unterschrieben haben am Valentinstag. Also perfekt, ne? Genau. Und natürlich war die Kamera immer dabei, also da werden jetzt demnächst ein paar schöne Folgen drüber kommen. Und jetzt können sie ein echt geiles, das ist ja einfach echt ein geiles Schiff. Das ist ein Traumschiff. Absolutes Traumschiff. Aber davon erzählen wir euch im nächsten Video mehr. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eins, nämlich wir wollen wieder wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Also schreibt es einfach wieder unten in die Kommentare. Das hat letztes Mal schon extrem viel Spaß gemacht, mit euch zu schreiben da unten. Das war's jetzt für dieses Mal bei der Sendung mit der Maus. Wir verabschieden uns. Was? Was? Komm, wir verabschieden uns einfach, ja? Ciao. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Bootsprofis. Jetzt sogar schon die zweite. Prost. Was ist los? Du bist... Achso, ich bin... Ich dachte, du warst noch nicht fertig. Deswegen... Achso. Nochmal.